Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Folge von den Landwirtschaftssimulator 17 Feuerwehr oder Forst. Oder könnte man heute das in der Folge so nennen, wie ich das heute nennen möchte? Um es auch schnell auf den Punkt zu bringen, sage ich es einfach so, die Mehrheit hat dafür abgestimmt, damit ich das in einem Video machen werde. Ich hatte in der letzten Folge gesagt oder eine Frage an euch gehabt, ob ihr das sehen möchtet oder nicht. Es geht ganz klar um das Thema Rasenmähen. Also ich hatte in der letzten Folge das mal kurz erwähnt, dass ich vielleicht mal ein bisschen mehr als die Hälfte von einem Let's Play nur am Rasenmähen bin. Und das möchte ich heute einfach machen. Ich habe hier kurz was vorbereitet, aber bevor ich beginne, muss ich erstmal schauen, mit welchen Gerätschaften ich es hier erstmal anrücke. Oder sagen wir so, als erstes beginne. Ich muss auch mal kurz schauen, wo ich überhaupt anfange. Also es gibt hier wirklich sehr viel Rasen. Da muss man wirklich erstmal aufpassen oder erstmal einen Anfang finden, dass das auch ordentlich aussieht. Also muss ich erstmal schauen, wie ich das gleich alles so machen werde und wie und wo ich da an der besten Stelle ran kann. Ich würde sagen, ich schmeiße jetzt mal die Motoren an diesen wunderbaren, ja, Rasenmäher an. Und dann geht's hier wirklich los. Wir schlurfen mit den Beinen und Füßen über die Straße. Na nun, warum geht denn die Schranke nicht hoch? Ich bin doch ein ganz normales Fahrzeug. Okay. Ich glaube, das hat sich mit den Rasenmäher jetzt auch schon mal erledigt. Ich glaube, der kommt da nicht durch. Da muss ich irgendwie mit größeren Fahrzeugen durchfahren. Ich habe hier auch noch als Zweitmaschine was vorbereitet. Da muss ich den einfach mal ganz provisorisch kurz rausschieben. Ja, ich glaube, das funktioniert. Ich habe hier noch als zweite Gerätschaft den New Holland D5 120 mit einem Kuhn. Ach nee, das ist so ein Leli Splendimo Mähwerk. Genau, einen Ladewagen habe ich jetzt nicht, weil ich mir so gedacht habe, das brauche ich eigentlich gar nicht. Mir reichen die beiden Dinger, die müssen dafür reichen. Warum ich zwei verschiedene jetzt habe, ist eigentlich ein ganz normaler Grund, weil es gibt auch Stellen, wo der Traktor jetzt zum Beispiel nicht drankommt, an einer wirklich, weiß ich nicht, einer schlechten Ecke, sage ich mal so, dann kommt man da eher mit den Rasenmäher dran. Ich schmeiße jetzt einfach mal das Mähwerk an und dann schauen wir uns das mal an, ob das jetzt alles so funktioniert oder nicht. So ist eingeschaltet. Ich glaube, das Schneidwerk noch ändern oder nicht. Nanu, der mäht ja gar nicht. Könnte das sein, dass es hier nicht funktioniert? Doch, ein bisschen geht das schon weg. Oder bin ich jetzt total irgendwie neben der Spur? Nee, ich glaube nicht, oder? Also ich glaube, ein bisschen passiert da was. Oder ist das anscheinend doch etwas zu nass, der Rasen, dass das jetzt nicht funktioniert. Ich probiere das mal kurz mit dem Leli-Schneidwerk, ob das jetzt funktioniert. Dann klappe ich mal kurz die ganze Maschine auf oder das Gerät und schalte das mal an und fahre hier jetzt einfach mal einmal lang. Aha, da haben wir also einen Übeltäter. Es funktioniert nicht. Das ist sehr schade, finde ich. Nun ja, dann muss ich mir jetzt irgendwie einen Platz suchen, wo ich das jetzt machen kann. Wo ich jetzt ein bisschen Rasen mähen kann. Da muss ich leider den armen kleinen Rasenmäher an der Seite stehen lassen. Und jetzt kann ich ihn leider in der Folge nicht benutzen. Ich hätte jetzt wirklich gedacht, dass ich das machen kann, aber es funktioniert nicht. Finde ich auch ein bisschen schade, aber nun ja. Die meisten von euch haben sich es gewünscht, dass ich mähen soll. Und ich mache das jetzt einfach. Also das war kein Witz, liebe Leute. Es dreht sich heute wirklich alles, wirklich nur alles ums Rasenmähen. Natürlich, es gab ja schon länger keinen Einsatz mehr. Heute gibt es den nächsten Einsatz. Seid einfach mal drauf gespannt, was das für ein Einsatz ist. Es ist ein Einsatz, den ich schon eine Weile nicht mehr hatte. Ich hatte aber so eine Art Einsatz schon mal. Aber dazu komme ich noch einmal später. Also noch klingelt der Pieper noch nicht. Noch ist alles frisch in Buddha. Ich hoffe, das funktioniert jetzt hier, dass ich hier ein paar Grashalme erstmal entfernen kann. Ich probiere wirklich mein Bestes. Es funktioniert leider nicht. Ich glaube, die Map mag das irgendwie nicht, wenn ich jetzt irgendwie die Grashalme an die Wäsche gehe. Das ist sehr kurios. Es funktioniert alles gar nicht. Hätte ich mal vorher irgendwie nur austesten sollen, dass das vielleicht geht oder vielleicht nicht geht. Aber leider habe ich mir jetzt ein bisschen da
geschnitten. Es funktioniert leider nicht. Jetzt fahre ich hier hin und her. Auf der Hoffnung, dass jetzt hier irgendwas passieren wird. Aber leider geht es nicht. Finde ich jetzt auch nicht so dramatisch, denn... Ja, warum eigentlich? Ich suche mir jetzt einfach eine Stelle, wo das vielleicht geht. Aber hoffen kann man ja natürlich. Die Hoffnung darf man nie verlieren. Das ist das Wichtigste. Aber man sieht es irgendwie schon auf den ersten Blick, dass es kein normaler Rasen ist. Das ist, muss irgendwie Rasen oder Gras sein, das eingefügt wurde. Weil das ist schon etwas höher, dass man auch nicht mähen kann. Man kann bloß bestimmte Grasarten mähen. Das sind jetzt nicht die. Das sind schon zum Beispiel Grasfelder, die besät wurden. Die könnte man wiederum abmähen. Und dann könnte man sich freuen, dass man etwas erreicht hat. Und leider kommt es jetzt nicht mal dazu, dass ich mir ein Feld suchen kann zum Mähen. Ich hätte jetzt wirklich eins gefunden. Wir haben jetzt nämlich unseren nächsten Einsatz. Die Freiwillige Feuerwehr Wegberg rückt gleich aus. Dazu stelle ich erstmal meinen New Holland T5 120 ab. Unser Cardio W1 ist schon ausgerückt. Was haben wir für einen Einsatz? Wir haben ein Zugunglück am Industriegebiet hier in Wegberg. Das bedeutet nichts Gutes. Ich würde sagen, ich fahre da sofort hin. Das nächste Fahrzeug, liebe Leute, das jetzt ausrücken wird, ist unser HLF, das Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 1. Zurück zum Einsatzort aus am Industriegebiet von Wegberg. Falsches Martinshorn. Nee, den Heckwarner wollte ich jetzt auch nicht. Genau, nehmen wir das klassische, aber auch beste, das Presslufthorn. So, Kollege, lässt du mich durch oder? Ich muss jetzt mich da ein bisschen vorbeidrängen, sonst funktioniert das hier nicht. HLF1 am Einsatzort eingetroffen. Das ist wirklich eine sehr, sehr schmale Brücke. Straße natürlich, würde ich sagen. Und man hört hier auch schon die ganze Zeit das Schrankensymbol. Oder die Schrankeninfo, dass die Schranken zu sind. Und hier steht ein Zug. Wir haben ein Zugunglück. Jetzt nicht in diesem Sinne, dass ein Zug entgleist ist. Oh, das Gepiepe geht mir wirklich auf die Nerven. Ich gehe mal kurz ein Stückchen zur Seite, damit ich euch das jetzt mal im Großen und Ganzen erklären kann. Es kam zu einem Zwischenunfall oder einem Zwischenfall in Wegberg. Eine bisher noch unbekannte Person ist auf die Gleise getreten und wurde schwerstens verletzt. Unsere Aufgabe steht jetzt darin, diese Person abzutransportieren. Und falls nötig, falls die Person jetzt unter diesem Zug liegt, also weitere Details weiß ich jetzt noch nicht, das klärt zu Ihnen der Einsatzleiter, müssen wir natürlich auch mit feuerwehrtechnischen Ausrüstungsgegenständen diese Person bergen oder beziehungsweise retten. Wir wissen ja nicht, ob die Person noch lebt, aber laut Information ist sie bisher noch schwer verletzt. Das nächste Fahrzeug, das jetzt ausrücken wird, ist unser RW1. Der Rüstwagen 1 rückt zum Einsatzort aus. Natürlich mit dem Besten, das Presslufthorn. Habe ich es eigentlich schon erwähnt, dass vor kurzem ein Zirkus eröffnet hat, den man hier auf der linken Seite von mir sieht. Da steht so ein Elephant. Cool, coole Sache. Also da muss ich unbedingt hingehen. Ich hoffe, ich schaffe das noch in meiner Dienstzeit. Oder in meiner Freizeit eher. Dienstzeit hört sich ein bisschen chaotisch an. Okay, Rüstwagen 1 ist soeben am Einsatzort eingetroffen. Natürlich, was fehlt denn jetzt noch? Keine Frage natürlich. Das Beste vom Besten, das Feinste vom Feinsten. Nämlich unser NEF1. NEF1 rückt zum Einsatzort aus.
So, jetzt haben wir wieder einen Verkehrsteilnehmer, der so eben keinen Platz machen wollte. NEF 1 am Einsatzort eingetroffen. Es ist wirklich eine schmale Straße, also muss ich mir jetzt erstmal mich irgendwo platzieren, da wo ich jetzt auch niemanden so störe. Ich glaube, hier ist es gut. Und das letzte Fahrzeug, das natürlich noch fehlt, ist unser, nein, natürlich keine Forstmaschine. Das ist unser RTW Nummer 2. Rettungswagen 2 rückt zum Einsatzort aus. Ich muss einfach mal kurz alles durchgehen, um einfach nochmal zu hören, was das Beste ist. Die finde ich alle ein bisschen öde irgendwie. Also das ist irgendwie das Beste, was zum Besten zu diesem Fahrzeug passt, finde ich. Klingt schon einigermaßen cool und akzeptabel. RTW 2 am Einsatzort eingetroffen. Okay, den hätte ich jetzt eigentlich auch so stehen lassen können. Ach, nun ja. Stelle ich den jetzt einfach jetzt so hin an die Straße. Das sollte jetzt eigentlich auch reichen. So, dann öffne ich schon mal alle Türen. Und der... Geht die Tür auf? Okay. Der Notarzt ist schon vor Ort und befindet sich an der verunglückten Person. Das Rettungsteam des RTW 2 bewegt sich jetzt auch dorthin. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Wegberg sind schon tatkräftig dabei, die Person zu retten. Die Person hat sich zum Glück nur ein Bein gebrochen. Es ist aber leider zerquetscht worden durch das Eintreffen des Zuges. Das konnte man leider nicht verhindern. Und bisher steht noch immer alles offen, wie dieses Unglück geschehen ist. Weitere Details gibt es noch nicht. So, ich mache jetzt erstmal die Gerätefächer auf. Das hätte ich eigentlich auch schon vorher machen können. Aber noch war es ja noch nicht klar, ob wir Gegenstände brauchen oder nicht. Also Ausrüstungsgegenstände sozusagen. Okay, die Person wurde befreit und in den RTW 2 gebracht. Die Person wird jetzt in ein örtliches Krankenhaus. Oh, ich muss hier weg, das geht gar nicht. Also das ist ja wirklich nervig. Manometer, ey, das gibt's ja gar nicht. Was wollte ich gerade sagen? Die Person wurde jetzt in ein örtliches Krankenhaus gebracht, befördert, wie auch immer. Und wird jetzt von den örtlichen Fachärzten untersucht, operiert und so weiter. Und ich hoffe, die Person wird durchkommen. Aber der Notarzt geht davon aus, dass es was wird. Also dass die Person natürlich durchkommt. Wären wir nicht so schnell wieder bei Stelle gewesen oder am Einsatzort, klingt auch ein bisschen besser, dann wäre es vielleicht so gekommen, dass die Person uns, naja, ihr wisst schon, darüber möchte ich jetzt eigentlich auch nicht reden, aber unsere Aufgabe ist hiermit erledigt und beendet. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Es war mal ein anderes Video. Heute gab es mal keine Forst. Ich hatte euch jetzt in den letzten anderen Videos schon damit gequält, könnte ich einfach so sagen oder so meinen. Aber es macht ja auch persönlich Spaß und es wird ja auch eigentlich relativ gut geschaut von euch und auch sehr gut bewertet, finde ich. Und eine Frage habe ich jetzt natürlich noch. Soll ich in der nächsten Folge nochmal weitermachen mit den Rasenmähen? Also ich bin mir noch nicht sicher, ob ich da ein Feld finden werde, wo es zum Beispiel Rasen gibt, wo Rasen angebaut ist. Ich kann ja kurz mal schauen, ob es ein Rasenfeld gibt. Ich muss mal kurz die ganzen ausschalten. Entschuldigung, dass ihr jetzt meine Maus klicken hört. So, ich brauche Rasen. Ach hier, da haben wir Rasen. Da sieht man ganz viel. Aber das ist so der Rasen, der an der Straße ist, oder nicht? Nein, das ist das Gras, der Rasen, der am Feld Nummer 12 zum Beispiel ist. Also da könnte ich ja vielleicht in der nächsten Folge wieder einsteigen, wenn ihr das natürlich möchtet, liebe Leute. Falls ihr es möchtet und falls ihr jetzt nicht eingeschlafen seid zum Anfang dieses Videos, dann schreibt doch jetzt unter diesem Video, falls ihr es möchtet, mit Hashtag Rasenmähen. Und schreibt dahinter, ob euch dieses Video gefallen hat oder so, oder wie ihr dieses Projekt findet, ach und so weiter. Ihr wisst schon, was ich meine, ihr wisst schon, oder ihr könnt irgendwas schreiben, was ihr möchtet. Und ja, okay, liebe Leute, in diesem Sinne, ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder in alter Frische. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen und einen schönen Tag. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.